Ach, wisst ihr was, Freunde? Wenn man hier so mal so fröhlich am Mario Odyssey aufnehmen ist, dann würde man sich ja auch sehr freuen, wenn auch mal die Parts hochgeladen werden würden. Allerdings hat man dann plötzlich daher gemerkt, dass auf der Uhrzeit schon fast 0 Uhr dasteht. Das heißt, ja, müssen jetzt leider Mario Odyssey links liegen lassen. Beziehungsweise eine Folge wird eventuell heute noch hochgeladen, eventuell bevor ich jetzt hier aufnehme. Beziehungsweise bei wie viel Prozent? Ja, ich kann jetzt nicht gucken, während das Aufnahmeprogramm ist gerade. Beziehungsweise nicht Aufnahmeprogramm, während die Capture Card, also quasi das Programm für die Capture Card läuft, kann ich jetzt leider nicht gucken. Zumindest will ich das Risiko nicht eingehen. Und ja, deshalb, wie gesagt, ein Part wird gerade noch hochgeladen von Mario Odyssey. Und ja, jetzt ist eigentlich der Tag gekommen. Wo bist? Da haben wir es, ja. Luigi's Mansion 3 kommt in 3 Minuten raus, beziehungsweise eventuell 11 Minuten draufgezogen, denn wir wissen genau, wie Resident Evil 6 letztes Mal auslief. Die Nintendo Switch Lite hat das Spiel vorher gehabt und deshalb werde ich das Teil auch schon mal vorher auspacken, weil es eh wieder passieren wird, dass das gute Stück das Spiel wieder vorher starten darf. So, letzten 2 Minuten würde ich mal sagen, ich habe ja schon wahrscheinlich im Mario Maker Part gesagt, der hoffentlich hochgeladen ist. Ich glaube, das war die erste Folge oder so. Oder was die letzte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sage ich jetzt mal, ich habe mir vorher nochmal in letzter Zeit einen deutschen Übersichtstrailer von Luigi's Mansion 3 angeguckt. Und ja, da hat sich der Hype nochmal vergrößert. Und es brennt hier. Es brennt hier richtig. Also, ja. Wenn Nintendo, wenn ihr so gnädig werdet, mir das Spiel genau in 2 Minuten zu geben, dann wäre ich euch sehr verbunden. Allerdings, wie ich euch kenne, wie gesagt, dürfen wir nochmal 11 Minuten drauf warten. Also, ja, dürfen wir uns schon mal gespannt sein. Jetzt brauchen wir es erst recht noch nicht versuchen, da die 2 Minuten noch nicht oben sind, beziehungsweise gleich nur noch 1 Minute. Resident Evil 6 war ja die eine Folge ganz interessant, aber ja, jetzt kommt das Spiel, auf das wir monatelang warten, wenn nicht sogar fast ein Jahr. Oder wann wurde Luigi's Mansion angeteasert in der Nintendo Direct? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, es war schon letztes Jahr gewesen. Da wurde es geteasert. Auf jeden Fall bin ich seitdem gehypt und ja, jetzt habe ich langsam mal Bock, das Game eigentlich mal auszuchecken. Da ja gewisse YouTuber das Spiel schon zocken können, bin ich dementsprechend ein bisschen verarscht, aber ja. Jetzt können wir es ja eigentlich auch spielen. Zumindest in 1 Minute. Wohl bemerkt. Beziehungsweise nochmal 11 Minuten drauf, vergiss es. Wir können eh nochmal 12 Minuten warten. Aber es wäre zumindest sehr cool. Ich kann dann eh hier nochmal wieder rumalbern, nochmal im eShop vielleicht nochmal rumspielen, vielleicht nochmal das Spiel 50.000 Mal starten, vielleicht nochmal in den Neuigkeiten nochmal reinstarren, vielleicht einfach mal nochmal alles Mögliche austesten, vielleicht die Konsole nochmal ausschalten, vielleicht nochmal rausgehen und vielleicht nochmal nach Hause kommen, nochmal neu. Nein, ich gehe jetzt nicht um 0 Uhr nochmal raus, nein, vergiss es. Ich will lieber nicht nochmal von vorne ankommen. Vielleicht starten wir ein anderes Spiel. Aber ja, auf jeden Fall steht jetzt klar, es ist 0 Uhr. Und wir werden Luigi's Mansion wahrscheinlich nicht starten können. Natürlich nicht. Hätte es auch gedacht sein können. Sie schreiben zwar hin, dass man es um 0 Uhr gleich starten kann. Aber wir haben vergessen, die 11 Minuten dahinter zu schreiben. Gucken Sie es sich an. Jetzt gucken wir hier rein. Ach, im Übrigen, jetzt kann man nämlich Pokémon Schwert und Schild vorbestellen. Die Spiele sind anscheinend fertig. Ja. Mit Steelbook. Mal schauen, ob ich so einen Teil bekomme, aber wahrscheinlich eher nicht. Die werden wahrscheinlich in 2 Tagen oder sogar schon morgen vergriffen sein. Das wird besonders deprimierend wieder für mich sein. Und ja, jetzt möchte ich aber gerne Luigi's Mansion spielen und das wäre sehr nett. So, hier haben wir schon mal das für Resident Evil gefunden, aber wo ist das für Luigi's Mansion? Bin mir ja blind auf beiden Augen oder so. Bin mal wieder blind auf beiden Augen, wie man sieht. Zum Teufel. What the f... Ach, vergessen wir das. eShop, du bist mein Freund. Oder die Switch Lite, ich schalte sie schon mal ein. Ich schalte sie schon mal ein. Ich sagte, ich schalte sie schon mal ein. Dankeschön. So. Ach, da läuft Resident Evil noch. Ja, das kannst du vergessen. Gleich mal geschlossen hier.
Das sind Nachrichten. Welches Management bist du? So, es ist schon mal da. So. Und aktuelle Veröffentlichung. Da. Luigi's Mansion. Dürfen wir jetzt. So, ihr könnt es ja währenddessen eingeblendet lassen. So, Switch Lite, darfst du das denn schon spielen? Ein neues Update ist verfügbar. Gibt es hier auch ein neues Update? Das testen wir gleich mal aus. Es gibt ein neues Update tatsächlich. Wow. Nintendo. Was macht ihr denn hier mit mir? Dürfen wir jetzt hier auch noch ein Update hier auch noch installieren? Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Das sind ja nur 6 Minuten, die hier schon vom richtigen Part weg sind, die wir noch drauf setzen können. Aber wir sind scheint das Update-Wesen schnell zu gehen. Sagt er, und da brauchst du Stunden. Nein, brauchst du natürlich nicht. Aber es sind verlorene Zeit, die vom Part verloren gehen. Also wird unsere Folge jetzt auf jeden Fall so 37 Minuten oder so gehen, weil ich die 30 Minuten trotzdem in der Folge läufig durchmachen will. Und zum anderen will ich heute nicht nur die eine Folge aufnehmen. Also, Luigi's Mansion, ja. Das ist, da ist, bin ich so im Hype, da mache ich auch gern 2, 3 Stunden oder so, wenn ich Bock habe. Wenn ich Bock habe. Und wenn es meinen Speicher für den PC zulässt. Aber das hoffe ich mal für dich. So, Update-Daten. Als ob die jetzt schon ein Update zu Luigi's Mansion rausgebracht haben. Das Spiel ist auch gerade erst draußen. Übrigens, wo ist meine Fernbedienung? Ich brauche mehr Sound. Hab ich jetzt alles kaputt gemacht? Ne, hier ist sie. Wir haben einfach instant gleich, als das Spiel rauskam, gleich ein Update rausgehauen. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. So habe ich einen Start auch noch nicht erlebt. Aber jetzt geht's los, meine lieben Freunde. Jetzt geht's richtig los. Hui! Frieden, Feuer, Eierkuchen. Ja, so hätten wir ein Spiel auch gerne gestartet, oder? Ja, Luigi's Mansion 3. Ach, nochmal anmelden. Ja, warum auch nicht? Wer kennt es denn nicht? Was? Story. Po Ach so, das ist der Multiplayer. Nee, ich will nicht in den Polterpark. Ich bin alleine. Story. Oh, wir können wieder zwischen drei Speicherständen wählen. Meine Fresse. Es ist ja auf der Switch selten geworden. Mario Odyssey hat es nicht gehabt. Zelda Breath of the Wild hat es nicht gehabt. Ja. Sieht man gerne. Neue Speicherdatei. Ja. Was? Ja. Es wird automatisch gespeichert. Ja, hätte es gedacht. Gut. Okay. Gut gearbeitet. Story. Please. Give me more. Sag ich ja, keine gute Idee, den Tod fahren zu lassen. Ach, den haben wir immer noch am Start. Alles klar, deshalb ist er auch im Ladebildschirm. Verstehe. Für die, die sich wissen, den Hund gibt es seit Luigi's Mansion 2. Da war er eigentlich nervig und so, aber er hat sich irgendwie Luigi angeschlossen anscheinend. Yeah.
Ja, zu was anderes sind sie auch nicht so gebrauchen als Kofferträger. Immerhin. Ist er? Aber nein, Luigi, der ist ein richtiger Mann, der packt seine Sachen am liebsten selber an. Seht ihr ja. Das war ganz nice. Guck mal erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja, da wäre ich jetzt auch gern, also. Schön. Kann man nochmal chillig eine Tür öffnen. Nice. Oh yeah. Yay! Okay. Ja, wir können loszocken. Ja, cool. Was ist denn hier los? Alter, was sind das für Butler, Alter? Könnt euch den da, Alter? Was ist das denn, Alter? Kann ich mit dem reden? Kumpel, hallo. Alter, was bist du für einer? Du siehst mega gestört aus. Herzlich willkommen im Hui Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Ja, so aus einem anderen Grund bin ich hier. Hau rein. Kein Problem, es eilt ja nicht. Seht euch ruhig zunächst hier unten ein wenig um, wenn ihr wollt. Dein Gesicht, Alter. Ich glaube, der hat nicht viel geschlafen, so wie ich es jetzt gerade nicht tue. Aber es ist Release. Ich penne da nicht. Erst recht nicht bei Luigi's Mansion. Ich habe es bei Luigi's Mansion, bei Resident Evil, habe ich lange überlegt, aber Luigi's Mansion, das muss sein. Das muss. Der telefoniert gerade. Was? Hotelpage. Was ist denn das für ein Blick? Sehe ich da etwa Beunruhigung? Ja, ich höre dich schon. Das ist nicht normal hier. Keine Sorge, unser Personal wird alles dafür tun, um euch einen denkwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen. Oh ja. Das werde ich sehen. Geschenke. Danke. Ach ja, der begnügt sich schon. Na, ja, der macht das. Lässt mir aber was übrig, ne? Ja. Offen mal. So, kann er rennen? Nee, kann er nicht. Er kann nicht rennen. Peach, was sagst du eigentlich dazu, hm? Dieses Hotel ist riesig, Luigi, und auch so wunderschön eingerichtet. Beautiful! Was für ein Riesenglück, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Gewonnen, ja. Ja. Luigi's Mansion 1, ne? Nach dem Motto Luigi's Mansion 1, genau. Ich weiß schon, was hier vorgeht. Ich sag's euch, ich weiß jetzt schon aus dem Trailer und beziehungsweise ist es auch kein Wunder, dass hier König Buu hier der den ganzen Scheiße steckt. Das ist doch nur eine Falle. Wer bist du für eigentlich? Hey, ist Butler. Hey, ja, er fliegt, Alter. Junge. Alter. Er ist recht bei dem sicher, das ist eine Maske. Junge, das ist eine Maske, das ist ein Geist. Erstens die Geräusche, zweitens ich sehe, dass das eine Maske ist. Das ist ein Geist. Nun gefällt es dir diesen wunderbar. Wie gefällt dir dieses wunderbare Hotel? Wir sind sehr stolz darauf, unsere Gäste mit Prunk und Luxus zu verwöhnen zu können. Ja. Mit Bosskämpfen und sowas alles. Ja, wer kennt es nicht? Wie? Aber mit Stil. Guck mal, die fliegen in der Luft und die Schuhe stehen einfach auf dem Boden. Mit Stil immerhin. Lass mich raten, ich darf da nicht rein. Entschuldigung wegen der Unannehmlichkeiten, aber der Aufzug ist vorübergehend außer Betrieb. Das Problem sollte aber bald gelöst sein. Was machst du da eigentlich? Nicht hier hinpinkeln, gut? Okay. Haben wir uns verstanden. Du bist für das... Warte, was hast du da? Es ist Zeit, die Füße hochzulegen und zu entspannen. Darf ich euch eine Kostprobe aus unserer reichhaltigen Auswahl an Getränken anbieten? Ja, kannst du gerne machen. Kann ich mich denn setzen? Nö. Oh. Was willst du denn hier? Wo soll ich denn eigentlich hin? Ich möchte gern starten. Junge, bringst du mich hoch?
Hallo. Ich möchte gerne einchecken. Habt ihr noch gar nicht eingecheckt, oder? Da geht euch das Rezept. Da war ich doch gerade eben. Alter. Diesen creepy Typen hier. Ja gut, ich hab's. Ja, ich habe. Ja, ich habe alles. Ja. Was? Ja. Thank you. Achso, ich habe Nein gedrückt. Achso, Entschuldigung. Suma Tevitara. Wer ist das, Alter? Liebe Gäste, willkommen im Hui Hotel. Nun ist Noah. Sarah Schreck. Hat auch gar nichts mit Geistern zu tun. Nein, gar nicht. Mm-mm. Ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Der Endboss. Wäre eigentlich ganz okay. Also wenn jetzt schon wieder König Buu der Endboss ist, das wäre ein bisschen traurig. Also wäre sie eigentlich der Endboss oder eigentlich... Ja, könnt ihr mir vorstellen. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr beide meiner Einladung gefolgt seid. Oh. Steht ja auch gar nicht König Buu da, ne? Hm. Gehen wir dann erstmal zu den Zimmern. Eure Reise muss sehr anstrengend gewesen sein, naja. Für die Toads vielleicht. Um das Gepäck wird sich unser einzigartiges Personal kümmern. Der Umhang ist auch gar nicht zu groß. Bei VIPs gehört das selbstverständlich zum Service. Ja, natürlich. Genauso gesagt bekommen VIPs ein so erstklassiges Rundum-Paket, das ihr hören und sehen vergeht. Kannst du mal mit deinem ollen Puder da aufhören, bitte? Das geht gar nicht. Gehen wir. Ja, sag ich ja. Das, Ach, jetzt dürfen wir benutzen. Alles klar, gut. Sind die Aufräumaktionen vollendet oder was? Kommen sie denn hier? Ach, die lacht ja schon so. Ja. Ich sehe schon. Welches Kämmerlein dürfen wir denn jetzt betreten? Fünfter Stock. Das sind wir von Mario, Luigi und Peach sind auf dieser Seite. So, die Toast dürfen sich ja pissen. Die dürfen draußen schlafen. Und für die Tors haben wir auf der Seite gegenüber das Zimmer hergerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorauszusagen, dass er absolut unvergesslich sein wird. Ja, für Luigi erst recht. Ich sehe schon. Night-night. Na komm, renn in die gute Stube. Ach ja, ja, er kann ja durch die Wände gehen. Er ist ja ein Geist. Oh, das ist ja... Sehr himmlisch ist das. Was kann ich denn so machen? Ach! Das Klo. Duschen, man muss ja auch frisch sein. Ach, Luigi! Warum willst du denn nicht duschen? Willst du dir mit ihm interagieren oder was? Hallo? Okay, er kann nur anscheinend mit ihm interagieren. Aber mit... Was? Kein frisches Wasser? Och, wie enttäuschend. Ein Luxushotel ohne frischem Wasser. Ich glaub's ja wohl nicht. Och, das ist aber... Huch! Das... Entschuldigung. Was haben wir denn so im... Ganz, ganz lustig war das. Aber man kann hier wieder ziemlich viel untersuchen. Das freut mich auf jeden Fall. Huch, ich dachte, du wolltest die Geschenke untersuchen. Aber nein, er geht an den Schrank ran. So, der Hund wartet anscheinend schon auf dem Bett. Das könnte man zweideutig sehen. Aber du bist männlich, oder? Ich hoffe es mal. So. Ja, gut. Wie wär's mit Ausruhen? Ja. Anscheinend gibt's hier noch nicht so sonderlich viel. Und wir wollen ja ein bisschen Action haben. Wo hast du denn die Taschenlampe mitgebracht? Der weiß ganz genau, dass hier einige Scheiße abgeht. Der weiß es ganz genau. Der hat doch nicht umsonst die Taschenlampe mitgenommen. Das ist auch noch der Adapter für den Schreck weg dran, ne? Perfekt.
ist zu offensichtlich. Das ging schnell. Eine Zeile gelesen, zack, eingepennt. Nee, ein Buchstabe war das. Perfekt. Also ich kann nicht so schnell einschlafen. Aber ich glaube, wir haben genug gelacht. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, da sah es vorher nicht aus. Jetzt geht's los. Okay. Haben wir jetzt vielleicht etwas besseres Wasser, bitte? Hm? Naja, immerhin kommt Wasser raus, also... Ach, das ist ja... Junge. Aber im Klo irgendwelche Fallen drin stecken, das könnte gut, ja. Ich kann es mal beiseite schieben. Das wollte ich nicht, aber gut. Leider kann ich ja auch nicht so viel und... Ich wollte sagen, ich kann hier leider noch nicht so viel untersuchen. Das habe ich doch gerade eben schon gemacht. Ich kann hier anscheinend noch nicht so viel untersuchen. Mir fehlt anscheinend der Schreck weg. FLU oder wie der heißt, der neue. Aber ich kann hoffen, dass hier gegenkrempeln und sowas alles. Hello. Aber gut, dass du deine Taschenlampe mitgenommen hast. Das ist auch vollkommener Zufall. Klar. Ja, natürlich hat sich auch die Falle verändert. Aber nichts mit Geld. Hallo. Verpisst euch. Brauche ich nicht da vorne vor der Tür. Hui. Ballons. Kann ich nicht wieder? Ja, kann ich. Sind sie geplatzt. Ein paar Monetchen. Nice. Habe ich jetzt eingesammelt? Habe ich die Monetchen jetzt eingesammelt? Warte mal, wo kann ich denn... Kann ich alles noch nicht machen? Pack mal deine Sachen erstmal. Ich glaube, wir sind eine Weile unterwegs. Hm, egal. Schöne Kanne. Tut mir aber leid. Na, guck, gehen wir mal raus. Ach, du. Ach so, das ändert sich alles um. Ja, natürlich. Schnell mal umdesignt hier alles. Hm. Ach, unser Gepäck wurde noch nicht reingeschleppt. Ach, wie. Unzuverlässig, ey. Immer diese Toads, ey. Ich glaub's ja wohl nicht. Was ist das denn? Ach, die Müllzufuhr oder was? Ja, pass mal auf deine Mütze auf. Aber ich glaube, ich habe da was im Trailer gesehen. Ich glaube, in dieses Teil flüchten wir. Nachdem wir checken, dass tatsächlich König Buhu dahinter steckt. Ich weiß, da wurde ich ein bisschen gespoilert, aber... Ja. Oh, da... Mario. Seine Pantoffeln hat er schon ausgepackt. Er hat sich schon ein bisschen vorbereitet. Ih, was ist das denn? Okay, was hat er sich denn hier Schönes gekocht oder eingeschenkt? Ach, du hast keine Falle in deinem Kleiderschrank. Alles klar. Und du ja. Tja, das tut mir aber leid jetzt. So, oder suchen wir hier weiter. Das heißt, nochmal ein paar Cent. Geil. Jeden Cent mitnehmen, jeden Cent würdigen, mein Lieber. Da ist eine Tür. Warte mal, kann ich da hin? Kann ich da. Das ist doch was. Irgendwas ist da. Wenn es keine Tür ist, dann ist da aber was anderes. Ich weiß es nicht. Na gut. Ich gehe ja schon. Ich glaube, wir sollten hier mal wiederkommen, wenn wir den Schreck weg haben. Dann können wir wenigstens die ganze Zeit saugen und sowas alles. Wie ich die ganzen Ballons kaputt mache. Ey, was ist denn hier los? Nur ein Start und waren vorher nicht da. Und geputzt wurde ja auch noch nicht. So, wer ist hier untergebracht? Putzkolonne? Nee, Peach. Oh. Tut mir jetzt aber leid. Die hat auch schon ihre Sachen ausgepackt. Ach, aber sie hat so eine Falle bekommen. Sie hat
die vierfache Portion abbekommen. Ja, okay, gut. Ja, ihr seid immer noch da. Ja, Luigi, du hast so eine Angst. Ich weiß. Ich weiß. Aber daran wirst du dich gewöhnen müssen wieder. Gehst du? Danke. Ich möchte hier gerne hier jeden Cent mitnehmen, den man hier kriegt. Ja, den Papierflieger will ich eigentlich nicht. Ja gut, die hat sich auch gerade Tee gemacht. Wurde aber in wenigen Momenten irgendwohin hier beschleppt oder so. Hallo? Ist da jemand da? Ach ja, ich wollte sie sprechen. Ja. Wollte sie so eben sprechen. Ja, wer hätte es gedacht? Sie ist natürlich ein Geist. Ah, unser meistgeschätzter VIP. Ich war gerade auf dem Weg zu dir. Ja, und warum? Ist mit dem Zimmer soweit alles in Ordnung? Nein, der Wasserhahn funktioniert nicht. Gerade eben hat er noch ein bisschen was abgelassen, aber das gefällt mir noch nicht so ganz. Die Einrichtung ist letzte Schrei, nicht wahr? Ah, ich bin richtig aufgeregt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel es mir bedeutet, dass du die Einladung angenommen hast. Da liegt die Frage auf der Hand, warum das wohl so ist. Ganz einfach. Es gibt einen, den ich über alles verehre. Er inspiriert mich zu meinen besten Ideen, wie zum Beispiel dich hierher einzuladen. Ich bin ein riesiger Fan von ihm. Deshalb freut es mich, ihm jemanden vorstellen zu dürfen. Dich, ganz genau, Luigi, dich und niemand anderen. Hoffentlich bist du bereit. Mhm. Ach, wer? Leck mich doch. Immer dasselbe mit dir. Eine Überraschung, Luigi, ich bin's, König Buu. Dieser alte Chaos hat mich ja in sein Labor eingesperrt. Ja, hat er super funktioniert. Aber du siehst, konnte ich entkommen, wie immer eigentlich. Ist immer wieder einfach. Die Hotelinhaberin wollte mich schrecklich gern treffen und hat mir geholfen. Hurra! Ich hatte nicht gedacht, dass du wirklich hier auftauchst, aber ich bin darauf vorbereitet. Mein Rachefeldzug steht kurz vor dem Abschluss. Aha. Was für ein Rachefeldzug? Nun ja, die Frage lag nah. Das erkläre ich gerne. Ich bann deine Urlaubsbegleiter und dich in Bilder. Nicht das erste Mal. Ach, Luigi, es wird schon bald alles vorbei sein. Zeit für ein Wiedersehen mit der Familie. Buh! Ach, die Toads hätte doch nicht einsperren müssen. Jetzt hätte ich sparen können. Wie gefällt dir das? Absolut umwerfen, gib's zu. Ach, und das ist auch schon vorbei. Vorbereitet habe ich extra für dich reserviert. Halt still, Luigi, und setz dir ein verschreckendes Gesicht auf. Du spielst aus. Okay. Ja. Okay. Oh mein Gott. Lass doch die Einrichtung ganz. Junge. Alter. Ich sagte, lass die Einrichtung ganz. Lass die Koffer heil. Ich glaub's ja wohl nicht. Schnell. Auf geht's in die Mülldeponie. Rein da jetzt. Los! Naja. Luigi's Mansion 3. Ah, wurde lackiert. Alles klar. Super. Luigi's Mansion 3. In den richtigen Farben. Mann, hab ich Bock. Wir haben jetzt schon 30 Minuten voll. Leck mich doch am Arsch. Na, okay, gut. 6 Minuten plus, weil Nintendo mich mal wieder den Start verweigern wollte. Ach, Hauptsache, du bist da. Wie ich denn hier eigentlich? Ach ja, in der Mülldeponie. Wer hätte es gedacht? Na, lieber als im König Buhus Bild. Da liegen Goldbarren rum. Und ein paar Monetchen, ja, die nehme ich doch gerne mit. Wenn ich denn könnte. Ah, Professor Igitt, wo bist du? Wo hast du dich diesmal drunter? Oh, die Wäsche ist runtergekommen.
Jo, frische Wäsche, geil. Könnte man ja nichts anderes. Aber echt, jetzt ohne Scheiß. Wo? Ja, ein paar Talerchen. Was ist das? Ist das? Oh, das ist auf. Kleines Tüchlein, okay. Ein Stiefel. Mhm. Alles klar. Aber ohne Scheiß, wo ist jetzt so. Tücher. Lebendige Tücher. Geht mal da in die Ecke, da wo ihr hingehört. So. Diesen Aufräumen. Ja. So, jetzt will ich aber mal hier. Wo ist jetzt Professor Igitt? Davor waren ja immer so ein Labor oder so. Aber. Das Juwel! Wie in Luigi's Mansion 2. Komm ich da ran? Genug gewaschen. Ruhe jetzt. Ja. Ob du jetzt vor ihm schon Angst hast. Wo soll ich denn jetzt hin? Doch mal Tücher. Ja, euch will ich nicht. Ich suche Geld. Wie immer. Übelst Angst. Oh, Geld. Noch mehr? Ja, Kohle liegt hier hinten rum. Alter, was machen wir für eine Unordnung, ey. Okay, gut. Oh, Donuts, gib die her. Gib die her. Halt nicht. Aber den Euro gibst du mir. Alter, wo sind wir denn hier? Oh! Ah, du willst, dass ich hier reingehe? Okay, weil da ist nämlich, glaube ich, so ein Bild, was man, glaube ich... Weil ich habe schon erfahren, dass es hier wieder auch die Lüsterlampe wieder geben soll. Eventuell kann man damit wieder mit dem Bild da interagieren. Okay. Ja, hier ist wunderbar gesäubert worden. Das Auto kommt mir bekannt vor. Ist da der Schreck weg drinne? Sag nicht. Sag nicht. Luigi's Mansion 2 Easter Egg oder was? Luigi's Mansion 2 war da vorne der Dreck weg drinne. Schreck weg. Der Dreck weg, wir sind nicht immer aus Sunshine. Nee! Der ist da wirklich drinne. Wer hat denn den den Kahn hergefahren? Lol. Oh shit, wer hat den hier hergefahren? Wer auch immer es war, ich danke dir. Jetzt können wir mal eigentlich losstarten hier. Jetzt können wir eigentlich saugen. Warte mal. Hä, warte mal. Ich soll nur üben, ich soll erstmal nur üben. Genau, saugen. Und pusten. Mhm. Ah, das ist dieser. Okay. Müssen uns die Störung zu eigen machen. Hast du dir alles merken können? Ja. Dankeschön. Oh, ich habe eigentlich Professor Igitt erwartet, eigentlich. Aber gut, auf Wiedersehen, wenn es sein muss. Okay. Also jetzt können wir eigentlich saugen. Und Munition, Alter, genau. Zeug einsaugen hier. Lecker, 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 lecker. Briefe und sowas alles hier. Können wir alles einsaugen? Ja, moin. Geld, Geld, Geld. Das sauge ich gerne ein. Kann ich hier dran ziehen? Ja, kann ich. Paar Scheinchen, die sind etwas mehr wert. Yay. Kann ich auch wieder Mäuse schocken und dann kriege ich Geld? Da kann ich bestimmt ziehen. Was ist das denn? Aber warte, nee, das sind die Dinger. Dann schocken und dann kann man die aktivieren. Und da ist ein Juwel drinne. 6 Juwelen gibt's? Nur? Ja, okay, kommt drauf an, wie viele Etagen es gibt von dem Hotel. In Luigi's Mansion 2 gab es halt mehr, weil es halt aber auch weniger, nicht so viele hier Dinger gab. Orte, ich glaube, wie viele gab es? 5 oder so oder 6?
unterschiedlich. Warte mal, schocken. Dann gibt's, glaube ich, Geld. Genau. Das haben sie also auch beibehalten. Wieso hat die kein Geld gegeben? Ist ja unmöglich. Jetzt kann ich hier den Zeug aufsaugen und dann kriege ich auch Geld dafür. Okay. Ja, ich glaube, hier siehst du, das bringt gar nichts. Am besten wäre es halt einfach, alle Tiere zu schocken, weil die bringen halt dann, wenn schon, dann Geld. Besser als gar nichts. Was ist hier drin? Oh, warte, warte. Hui. Oh ja, ich liebe es mal wieder. Ich liebe es, den ganzen Scheiß zu untersuchen. Das werden wir auch groß des Displays machen. Sehr viel umsehen und schauen, was passiert. Kann man da auch saugen? Das ist einfach so das Besondere an Luigi's Mansion. Man kann nicht einfach so übelst gut umschauen. Warte mal. Wie gesagt, das müsst ihr verstehen. Wenn ich sehr viel Zeit mit Untersuchen verbringe, es ist typisch Luigi's Mansion. Da soll man sich viel umschauen, um halt auch viel zu finden. Also es lohnt sich wirklich. Warum habe ich überhaupt 99 Leben und nicht 100? Das verstehe ich irgendwie nicht. Warte mal, ich will mal kurz zurückgehen. Da wir eventuell hier noch was finden. Oh ja, sehr schön. Aber... da komme ich nicht ran? Fragezeichen. Da ist ein rotes Juwel. Ich komme da nicht ran, oder? Ich würde mal sagen, ich komme da nicht ran. Warte mal. Irgendwas ist da. Ne, ich komme da nicht rein. Okay, gut. Dann gehen wir halt weiter. Oder warte mal. Okay. Warte mal. Das ist so ein Gitter. Da könnte eine gewisse andere Fähigkeit mit was zu tun haben. Oh, man kann die Wände untersuchen, dann sieht man, unter der Tür ist, okay. Sehr interessant. So, ja, stimmt, von hier sind wir gekommen. Aber die Düsenlampe haben wir noch nicht, ne? Wir haben die Düsenlampe noch nicht. Wir müssen die wahrscheinlich auch erst bekommen. Warte mal, aber kann ich die Münze nicht da runterholen? Ja, kann ich. Okay, sehr gut. Warte mal, da will ich aber noch mal kurz zurück und alles nochmal untersuchen. Ich brauche meine Zeit, ey. Kunst braucht seine Zeit, liebe Leute. Oh, da liegen Scheine oben. Gib mir das Geld. Yeah. Oh, jetzt können wir auch die ganzen Dinger hier aufsaugen. Es lässt sich so viel untersuchen. Oh ja, die ganzen Goldbarren, Alter. Gib her. Das ist richtig geil. Oh, was zum Teufel. Oh, Alter, der Money Rain. Guckt euch mal das an. Alter, das seht ihr mal, was, wie es sich lohnt, sich hier umzuschauen. Die ganzen Goldbarren. Ja. Ich sag's ja, umschauen lohnt sich. Aber wie gesagt, das macht Luigi's Mansion besonders. Das macht Luigi's Mansion besonders. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Secrets, die man finden kann. Man merkt, dass ich hier extrem Mühe geben wurde. So. Kann ich hier auch das ganze Zeug? Ja, kann ich. So, ich würde sagen, jetzt haben wir alles abgesaugt, oder? Moment, auch oben gucken. Überall kann was versteckt sein. Von da sind wir gekommen. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal langsam mal weiter. Oder war? Nee. Pusten. Cool. Muss man auf alles erstmal kommen. Wenn was mit Saugen nicht funktioniert, dann einfach mal mit Pusten probieren. Ist auch so Luigi's Mansion typisch. Yay. Das war schon 810 Münzen, Alter. Oder 810 Gold.
mega mäßig. Oh, jetzt fängt er auch an zu rennen, richtig. Da habe ich auch im Flur getan. Echt cool. Sag mal den Donut hier ein. Damit hier auch schon alles sauber ist. Von hier sind wir gekommen, ne? Nee. Doch. Von hier sind wir gekommen. Hier haben wir den Schreck weg her. Okay, gut, dann brechen wir weiter auf. Oder obwohl, jetzt sind wir schon bei 40 Minuten. Ich würde sagen, das war's für die erste Folge Luigi's Mansion 3. Also, ich werde heute auf jeden Fall mehrere Folgen aufnehmen. Aber sonst, wenn ihr genauso Bock habt wie ich auf dieses ultimative Luigi's Mansion Let's Play, dann schaltet wieder ein. Und freut euch auf Luigi's Mansion 3. Hype is real. Bis dann und ciao.